Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Avis vor. Mit dieser Anwendung könnt ihr ganz einfach ein Auto von unterwegs mieten bzw. den Reservierungsvorgang von hier übernehmen. Mit der Anwendung kann man zum Beispiel hier unten auf vier wesentliche Funktionen zurückgreifen. Die nennen sich Meine Station, Mein Profil, Jetzt reservieren und Meine Buchung. Unter Meine Station ist es erstmal möglich, kurzerhand eigene Stationen, zum Beispiel die besonders nah in der Nähe liegen, als Favorit abzuspeichern. Dort suchen wir einfach mal in Bonn. Die Daten werden hier geladen und hier gibt es zum Beispiel einen am Flughafen Köln-Bonn und den kann man hier unten jetzt auch kurzerhand abrufen. Man findet dann hier die einzelnen Informationen zu den Öffnungszeiten natürlich auch. Und das übernehmen wir nun kurzhand auch. Und jetzt haben wir das schon mal zu unseren Favoriten hinzugefügt. Unter mein Profil kann man sich einloggen und unter meine Buchung kann man, wenn man eingeloggt ist, die einzelnen Buchungen von einem selber kurzhand beobachten. Bei jetzt reservieren ist es möglich, eine Reservierung zu starten. Dort kann man hier einfach den Favoriten wählen. Das klappt super einfach. Dann ist es möglich, hier zu wählen, wann man das Ganze mieten möchte, von wann bis wann, also von Samstag auf Sonntag hier zum Beispiel. Im Juni habe ich jetzt einfach mal ein Beispiel und unten kann man noch eine AWD-Nummer angeben, falls man eine spezielle Kontaktversion hat. Gehen wir jetzt einfach mal auf Anfrage. Die Daten werden jetzt kurzerhand geladen und nun ist es natürlich erforderlich, ein Fahrzeug hinzuzufügen. Da gibt es ganz unterschiedliche Klassen, zum Beispiel Kleinwagen, hier das günstigste ab 75 Euro, darunter auch Kompaktklasse, andere Mittelklasse ist mit dabei, aber natürlich auch modernere Autos bzw. hochpreisigere Autos wie die obere Mittelklasse oder auch die Oberklasse, die gibt es hier ebenfalls. Gehen wir einfach mal einen normalen hier, die Kompaktklasse nehmen wir einfach mal. Und hier gibt es gleich ein paar Informationen, zum Beispiel wie viel was im Preis enthalten ist, wie hoch dieser Preis ist, was das zum Beispiel für ein Auto ist, zum Beispiel der Seat Leon. Darunter gibt es Informationen zur Anmietung. Da haben wir die Anmietstation, das Datum, die Rückgabe und nochmal das Datum. Gehen wir jetzt einfach mal auf Weiter, weil dieses Fahrzeug uns interessiert. Und nun kann man noch diverse Extras hinzufügen, zum Beispiel ein GPS-Gerät. Das kann man hier kurzerhand aktivieren, sage ich mal. Man kann darauf bestehen, dass man ein Dieselfahrzeug bekommt. Das ist dann nochmal ein bisschen teurer. Zusätzliche Fahrer kann man hier eintragen. Das ist möglich. Es ist auch möglich, hier Babysitze hinzuzufügen. Nehmen wir einfach mal zwei jetzt als Beispiel. Einen Kindersitz kann man hinzufügen, eine Sitzerhöhung und wintertaugliche Bereifung möchten wir auch haben. Ist jetzt nur ein Beispiel. Und gehen wir jetzt auch einfach mal auf Weiter. Nun ist es erforderlich, hier die eigenen Daten einzugeben, wie Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort und Telefon. Die Kostenstelle kann noch optional hinzugefügt werden, falls man zum Beispiel geschäftlich unterwegs ist, um das dann in der Buchhaltung einfacher abzurechnen. Es gibt dann hier die Fahrzeugdetails nochmal. Und im Preis enthalten ist hier zum Beispiel Mehrwertsteuer, 500 Kilometer sind mit dabei. Und unten bekommt man nochmal eine Auflistung. Wir haben jetzt natürlich enorm viele Extras, weshalb der Gesamtpreis hier ja etwas in die Höhe getrieben wurde. Das ist ja, denke ich, nicht so realistisch, dass man so viele Extras hier hinzubucht. Und darunter gibt es ein paar Informationen zur Anmietung, zur Station, zum Datum nochmal. Und da kann man hier noch die Buchungsbedingungen bestätigen und dann auf Jetzt buchen klicken. Und so einfach funktioniert das Ganze auch. Ich breche das hier mal kurz ab. Und wenn man das dann ausgeführt hat, findet man unter Meine Buchung die ausgeführte Buchung und kann nochmal die ganzen Informationen abrufen, wie zum Beispiel die Anmietstation, um die Adresse kurzhand nochmal rauszufinden. Insgesamt ist das natürlich eine ziemlich praktische Anwendung. Gerade so bei der Automietung geht es vielleicht spontan, wenn man mal was vergessen hat oder so. Vielleicht hat man ja Glück und kann dann hier von unterwegs noch spontan ein Auto reservieren. Das war's aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.